Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute habe ich Ihnen mal meine Kollegin mitgebracht, die Jebi Rudolph. Hi. Und wollen darüber sprechen, woran muss ich denken beim Bootskauf? Ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, mir ein Boot zu kaufen und muss natürlich irgendwo auch das Budget festlegen. Dann habe ich natürlich Möglichkeiten, das Ganze zu finanzieren. Ja, oder ich habe das Geld eben halt zusammengespart oder habe es liegen. So. Und dann muss ich natürlich für mich entscheiden, wie groß soll das Boot sein? Mit wie vielen Leuten will ich fahren? Fahre ich nur mit meiner Frau alleine zusammen? Oder mit Freunden oder wie auch immer. Daran ist natürlich abhängig, wie viele Kabinen ich haben möchte. Und auch die Bootsgröße natürlich auch so ein bisschen. Das hängt alles ein bisschen zusammen. So, und dann musste ich überlegen, möchte ich eine Einzelmotorisierung, eine Doppelmotorisierung, Welle, Z-Antrieb, sehr viele Möglichkeiten gibt es da. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie einfach ist nachher das Fahren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Doppelmotorisierung habe mit Z-Antrieb, habe dann noch Joystick dabei und noch so ein paar Hilfsmittel, vielleicht noch Bug- und Heckstrahlruder, macht das Ganze natürlich sehr bequem, gerade beim Schleusen oder beim Anlegen, Ablegen. Das ist schon sehr, sehr komfortabel. Ja. Dann habe ich natürlich als nächstes, muss ich mich dann auch um einen Liegeplatz kümmern. Ich muss wissen, fahre ich im Binnenbereich, fahre ich mehr auf See. Wie gesagt, den Liegeplatz suche ich mir dann natürlich auch mit entsprechendem Winterlager, wenn es möglich wäre, in der Halle. Und ja, damit mein Boot im Winter dann auch warm und geschützt steht. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, entweder ein Neuboot oder ein Gebrauchboot zu kaufen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, kaufe ich das von privat oder kaufe ich das von einem Händler. Und ich kann jetzt nur von uns reden, von Aquamarine, dass natürlich unsere Boote, wenn wir Boote in Zahlung genommen haben oder auch Boote in Kommission verkaufen, dass wir die natürlich auch probefahren. Wir prüfen sie, das geht komplett durch die Werkstatt alles und wir checken das Boot richtig durch. Und der Zustand wird dann dementsprechend auch von uns bewertet. Das heißt, also, wenn wir mit einem Eigner zusammenarbeiten, der das Boot über uns verkaufen möchte, schlagen wir ihn auch vor, dass meinetwegen das Boot poliert werden muss. Der Unterwasseranstrich muss grundsätzlich bei uns neu gemacht werden, um das hier auch im Showroom auszustellen. Und naja, und dann haben wir natürlich eine ganze Menge, wo sie dann beim Händler irgendwo auch so ein kleines bisschen betreut werden. Aber ich glaube, Jebi, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen. Sehr gerne. Also von mir hört ihr dann eigentlich, wenn jetzt die Übergabe demnächst stattfindet und Thomas euch dann das Boot eigentlich dann auch so übergibt, dann erinnere ich immer gerne alle Kunden daran, was sie dann noch machen müssen. Dann schicke ich meist vorher immer das hier eigentlich los. Das ist, habt ihr an alles gedacht, wie zum Beispiel, ist das Boot versichert, ist natürlich nicht Pflicht. Aber wir empfehlen es und insbesondere natürlich, wenn ihr bei uns einen Liegeplatz habt, dann ist das natürlich Pflicht, auf jeden Fall. Dann natürlich auch noch wichtig, braucht das ein WSA-Kennzeichen? Vielleicht kannst du da vielleicht besser erzählen, wann man jetzt natürlich ein Kennzeichen benötigt und also wo dein Revier ist, wo du am besten fährst. Ist das Binnen oder See? Thomas, kannst du was dazu sagen? Genau. Und das ist im Grunde ganz einfach. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Binnenrevier fahre, dann habe ich die WSA-Anmeldung. Das heißt, ich habe mein Kennzeichen. Entweder bei einem Boot mit einem Inboarder habe ich die Möglichkeit, das hinten auf die Badeplattform zu setzen. Bei einem Boot mit Außenborder muss ich es, oder die Wasserschutzpolizei sieht das eben halt lieber, dass wir die Kennzeichen dann rechts und links vom Boot anbringen. Ja, und wenn ich ein Boot auf See fahre, hier brauche ich keinen Namen, sage ich jetzt mal. Hier bräuchte das Boot keinen Namen. Aber wenn ich denn das Boot auf See fahre, dann brauche ich eine Flagge, dann sollte das eigentlich der Heimathafen sollte draufstehen, wird meistens so gemacht. Und ich habe natürlich, der Name ist wichtig, rechts und links. Ja. Mhm. Und da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Ne? Dann haben wir auch andere Punkte noch, genau, die wir auch rausschicken. Ne? Also haben Sie an alles gedacht, wie gesagt, mit Fender, Line, haben wir alles wirklich. Ja, und alles, was im Grunde so dazugehört. Ne? Und dann auch natürlich wichtig, Seekarte. Vielleicht braucht ihr noch eine, genau, Seekarte. Für das Fahrgebiet. Genau, für das Fahrgebiet. Und was ich dann auch noch gerne nachfrage, ist natürlich, ob ihr ein Funkgerät habt, weil das können wir natürlich auch gerne für euch einstellen. Wir helfen grundsätzlich bei den Anträgen immer. Das können wir gerne für euch dann auch übernehmen. Ja, diese Frequenzzuteilung, dass das alles gemacht wird. Ne? Und wenn Sie natürlich bei uns ein Boot kaufen, dann kommen wir irgendwann zum Kaufvertrag, dass wir Nachweis haben über die bezahlte Mehrwertsteuer.
Weil das ist beim Kaufvertrag heutzutage eigentlich Pflicht. Wenn wir natürlich diese Boote, und wenn, ist egal, ob wir sie in Zahlungen nehmen oder in Kommission verkaufen oder auch als Neuboote, werden natürlich die kompletten Papiere hier auch kontrolliert. Habe ich alles zusammen? Habe ich einen eigenen, habe ich ein Handbuch für das Schiff, das entsprechende? Habe ich die CE-Konformitätserklärung? Und ja, habe ich im Grunde genommen alles zusammen. Weiß ich nicht, da kommen ja da sehr viele Papiere. Genau, da schicke ich Thomas immer sehr gerne natürlich nochmal, gerade beim CE, dass er einfach am Boot nochmal schaut, stimmen denn die Rumpfnummern auch überein, auch auf dem Papier. Und dann klettert er auch sehr gerne in den Motorraum und prüft doch mal, ob die Motorennummern auch so identisch sind. Okay. Ja, das stimmt wirklich, macht sie. Mit regelmäßiger Sicherheit. Naja, und wenn so ein Boot denn bei uns gekauft worden ist, dann haben wir dann auch wirklich eine Übergabe oder die Einweisungsfahrt. Und da erkläre ich natürlich, dass das alles fahrspezifisch ist. Wenn so ein Schiff zum Beispiel Joystick hat oder wie auch immer, Hilfsmittel, die wir dann ausprobieren können. Wir werden auch die Navigation draußen ein bisschen checken und naja, alles, was fahrtechnisch dafür benötigt wird. Dann fahren wir wieder rein, meistens in den Hafen. Und beim Anlegemanöver lasse ich auch gerne mal den Kunden, den neuen Eignern, ein bisschen mithelfen. Ja, und dann checke ich auch noch mal so ein bisschen, ob er schon weit genug ist, sagen wir es mal so. So, und dann gehen wir die ganze Technik durch. Also wirklich von vorne bis hinten, alles, was mit Elektronik zusammenhängt, die ganzen, ich sag mal, was Toilette, die ganze Wasseranlage. Und das wird dann alles richtig erklärt, sodass er dann im Grunde genommen wirklich in der Lage ist, mit dem Boot ja, selbstständig einfach rauszufahren und schöne Tage zu genießen. Also das heißt, nach der Übergabe, das ist jetzt gerade unheimlich viel Input, was der Thomas jetzt natürlich erzählt hat. Und alle sind an dem Tag sehr aufgeregt. Auch wir sind sehr aufgeregt. Das ist auch ein ganz besonderer Tag für jeden. Nach der Übergabe empfehle ich auch ganz vielen Kunden einfach zu sagen, bleibt einfach bei uns in der Marina, dass ihr einfach einen Ansprechpartner habt. Wir sind jeden Tag da. Außer samstags und sonntags vielleicht. Aber an sich sind wir grundsätzlich immer da und helfen euch auch. Und ne, das gucken, ist so, dass alles läuft. Genau. Ja, genau. Wassersport soll Spaß machen. Ja? Das stimmt. Gut, wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal wieder besucht. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.